Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade in München aufgewacht. Die Jungs packen gerade noch das restliche Zeug. Der Freddy steht da hoch. Auf. Denn wir fahren jetzt nach Italien. Ist auch schön, genau. Italia, bello Italia. Mamma mia. Ja. Gut, wir sehen uns im Auto gleich wieder. Also nach dem Einspieler geht's los. Viel Spaß. So, Hänger ist zu. Abfahrt nach Italien, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mann, hab ich Bock, ey. Wenn man sich öfter mal fragt, wie man sich die Zeit auf Tour vertreiben kann. Er ist wach, aber er schläft. Ich habe hier jetzt so ein... Ihr könnt euch ja vorstellen, was jetzt passiert. Das ging daneben. Er soll leider nicht mit uns auf Tour fahren sollen. Arme Kerl. Schauen, ob das jetzt ein Treffer wird. Ich glaube, da braucht wirklich jemand seinen Schlaf. 4 Stunden und 17 Minuten Fahrt vor uns und ich zeige euch das einfach mal ein bisschen. Um uns rum sammeln sich langsam so die Berge. Also die sind extra jetzt hierher gekommen, nur für uns. Dann findest du lustig wieder, gell? Ja, die gehen auch nicht weg. Also die bleiben jetzt erstmal hier. Denn wir sind gerade hier an was auch immer. Kann ja nicht lesen, das ist so ein Problem von mir. Wir sind später, bis dann. Fred Zorn, was machen wir jetzt Schönes? Vignette kaufen. Denn wir fahren jetzt in Österreich rein. Was sagst du dazu, Lucy? Go away, Joe. Okay. Nee, Essen haben wir schon gekauft. Wir waren nämlich im Supermarkt. Ich bin mal gespannt auf die Location heute Abend. Und aufs Essen. Genau, denn das letzte Mal sind sie komplett eskaliert mit dem Essen. Da gab's Hasenkeule, ganze dicke, fette Parmesanstücke, Parmaschinken, Riesenmengen. Ja, du isst ja kein Fleisch. Gar nicht. Also, vegan forever. Genau. Ja, wir holen jetzt mal eine schöne Vignette in eine Runde. Jetzt zeig mal her, das schöne Ding, was wir da machen müssen. Also was müssen wir jetzt in die Scheibe kleben, sonst wird unser Auto an der österreichischen Grenze gesprengt. Bombardiert. Bombardiert vor allem. Bombardiert mit Schokolade. Nee, das ist ja die Schweiz. Ja, wir sind einfach immer lustig, versuchen das. Aber es funktioniert nie. Kommt jetzt noch der Tunnel. Tunnel kostet auch Geld. Italien kostet Autobahn. Also Touren ist gar nicht so günstig. Nur in Deutschland. Ja. Essen, Autobahn, alles super billig. Ja, deswegen, das ist halt der Punkt, wenn du keine Booking-Agentur hast, die dir ein riesen Auto zur Verfügung stellt, wo du dich nur reinsetzen musst und du wirst gefahren, ist halt voll entspannt. Das ist halt was anderes, als wie wir das machen. Im Endeffekt ist das wie Urlaub eigentlich, ja. Jo. Ja, und ja, ist noch nicht mal so teuer. Wir nehmen ja auch Kohle ein bisschen mit. Also so ist ja nicht. Aber es geht nicht ums Geld, wenn man sich das hier mal anguckt einfach. Wahnsinn. Und ja, und davon kommt jetzt mehr. Wir sehen uns in Italien wieder. Bis dann. So, wir haben jetzt 5 bis 6 Stunden Fahrt hinter uns. 7! Ach, 7! Katastrophe! Und das hier ist der Ort, an dem wir spielen. Genau, wir machen jetzt Soundcheck erstmal und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Whoop. We are back. Ich versuche jetzt mal Englisch zu reden, weil er versteht kein Deutsch. You don't understand any German word. Ah, okay. Yeah? So first of all, what's your name? What's the name of the band? Simone. From Hazen. From Hazen. From Hazen. The band is Hazen. Ah, okay. Hazen. And what kind of music? Hardcore. Okay. Cool. Right. Wir haben hier nämlich was gefunden auf dem Tisch. Yeah. If you want. Yeah. Okay. 1 euro for this. Thank you for your time. Okay. Also hier gibt es so DVD-Sets, die man hier kaufen kann. Für 1 Euro, wenn man irgendwie Lust hat, mal ein bisschen alleine mit sich selber zu sein. Finde ich sehr lustig. Also, weil er hat schon gemeint, eben, es ist nicht sein Merchandise oder so. Sehr cool. Was auch ziemlich cool ist, die haben hier ziemlich dick aufgefahren. Also es wird wahrscheinlich wahnsinnig leckeres Essen geben, weil das nenne ich mal einen gut gedeckten Tisch. Und mit dem Essen, jetzt geht's dann los. Also es fängt klein an. It starts with just a little bit of nice Parma. Köstlich. Ja, yeah, köstlich, genau, richtig. Und dann geht's weiter. Wir haben jetzt auch selbstgemachtes Bier bekommen. Also Gastfreundschaft ist wahnsinnig riesig. Ja. Ich habe auch nichts anderes erwartet hier, weil das letzte Mal war einfach auch der Oberknaller. Ja. Und wenn man jetzt hier schon sogar eine Vorspeise hingestellt bekommt.
Freddy kommt bekommt scheinbar separat noch irgendwas zubereitet. Echt? Ja, also die machen sich immer mega Mühe. Das ist voll cool. Ich find's wahnsinnig. Das sieht so lecker aus. Und das ist, wovon ich geredet habe. Ich sitze hier gerade mit unserem Buddy. Timothy, wir haben ja so leckeres Essen bekommen jetzt. Also wir sitzen ja auch alle an einem langen Tisch gerade und essen zusammen. Und es ist schön zu sehen, wie jede Kultur einfach anders ist. Keine Ahnung, mir fehlen die Worte da jedes Mal wieder. Also es ist wieder total geil einfach. Und dann wird es schön gemacht. Ja, auch ein bisschen. So, es gab jetzt noch mehrere Gänge, auch sogar irgendwie mit ein bisschen Steh und so. Tim, wie fandst du das Essen? Ich bin noch dabei, Alter. Das ist Rüstbar. It's nice. Yeah. Right. Are you fun? Yeah. So I can say nothing. Yeah, I can say. Okay, delete. Oh my God! Es gibt hier so wirklich so leckeres Essen, das ist der Wahnsinn. Das ist absolut geil einfach nur. Sie. Not ja. Ja. Und wir essen jetzt noch weiter und dann geht's zur Show. Nebenbei ist es so der Ort, wo wir heute schlafen. Deswegen ist mein Feldbett dabei. Aber wir gehen jetzt nochmal runter was trinken. Wir sitzen jetzt gerade noch hier, alles zusammen. Der ist Timmisch, Freddy und der andere Tim logischerweise. Hey, look here. What's your name? What do you think about the show? My name is Tommy, it's from drummer of Exit Ride. Hello everyone. And the show is fucking amazing. There's a lot of people tonight. And every people show up. Fucking amazing. Yeah, yeah. Very, very, very great. Der Fußball ist auch so playing in the band. Nach unser Set, dieser Mensch spielt sehr gut. Ja, wir haben sehr gut gespielt. Ich schneide jetzt einfach nochmal aus hinten dran. Abonniert doch mal, lasst einen Daumen oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn wir nach Gorizia fahren. Bis dann. Viel Spaß mit Exit Ride. Take a place I have come to. So, you're a